Ich habe 10 Tage in Tomodachi gelebt und dieses Projekt ist komplett ausgeartet. Und alles fing genau hier an, bei Tag 1. Tag 1 fing damit an, dass ich erstmal das Datum und danach die Uhrzeit entstellte. Und dann kam es direkt zur ersten großen Entscheidung. Aber sie hat noch keinen Namen. Wie soll deine... Oh shit, ich muss einen richtig geistkrank lustigen Namen jetzt machen. Aber hey. Aber hey. Aber hey. Aber hey, ein fantastischer Name. Damit sich alle auf meiner Insel mir unterwerfen können, musste ich ein Mi erstellen, das meinem Ebenbild gleicht. Doch Nintendo hatte andere Pläne. Doch auch dieses vollkommen legale Problem haben wir unter Kontrolle bekommen. Yeah! Okay, let's go. Okay, let's go. Und so konnte ich dann endlich ein Ebenbild von mir erstellen. Danach musste ich noch ein paar 16 Personalities-Fragen beantworten und mein Mi war fertig. Ey, lebhaft und extrovertiert. Daraufhin wurde das Apartmenthaus gebildet und ich konnte zum ersten Mal mit meinem Ebenbild sprechen. Was geht ab, Diddy? Sehen wir uns ähnlich? Sehen wir uns ähnlich? Ich habe Hunger. Same, bro. Actually same, ich hol mir ein paar Chips. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ah! Nachdem ich mir also erfolgreich den Zeh gestoßen habe, hat ein Supermarkt auf Aber Hey geöffnet. Aus Dominanz heraus kaufte ich mir erstmal 55 Kartoffelchips, nur weil wir selber keine zu Hause mehr hatten. Ich gab sie dir zu essen, ihm hat's gefallen, aber ihm lag noch etwas auf der Brust. Los, Bro. Du ganz allein auf der Insel bist du. Da habe ich den Mann für dich. Und so machte ich mich daran, den zweiten Mitbewohner von Aber Hey zu erstellen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wer die Ehre hat, und mir kam nur ein einziger Mann dabei in den Kopf. Es ist Apo Red. Den Omund. Also hat Diddy sich erstmal versucht, mit Apo Red anzufreunden. Digga, Apo ist echt groß. Entschuldigung, das heißt Red. Und das erfolgreich. Es ist jetzt schon so dumm. Wenn Inselbewohner sich gut miteinander verstehen, bilden sie manchmal auch Paare. Digga, ich und Apo Red können zusammenkommen. Es kann sogar passieren, dass zwei Bewohner wow. Dann hat mir das Spiel noch gezeigt, wie es wäre, wenn ich Nachwuchs bekommen würde. Wer ist sie? Wer ist sie? Warum ist sie so klein? Ich bin einmal mit einer 1,40 großen Person zusammengekommen. Wild. Dann hat noch das Rathaus geöffnet, mit welchem man neue Mies auf die Insel hinzufügen kann. Apo Red ist Nachrichtensprecher geworden und Diddy wollte plötzlich, dass ich mit ihm vor die Tür trete. Komm doch mal mit raus. Erst habe ich gedacht, es kommt jetzt zu einer heftigen Beulerei, aber in Wirklichkeit wollte er mir nur sagen, dass der Brunnen geöffnet hat und meine Mies jetzt das tun, was Sims bei Twitch-Streamerinnen machen. Geld spenden. Und sogar Apo Red entschied sich dazu, mal nicht den Insi-Modus zu aktivieren und bezahlte sein Geld. Und weil es zu dem Zeitpunkt auf Aber Hey genauso wenig Frauen gab wie in Wahlkabinen 1917, wurde es Zeit für die erste weibliche Bewohnerin. Das beste Nintendo-Girl, Zero Suit Samus. Zero Suit möchte direkt Freundschaft schließen. Bitte mit mir und nicht mit Apo Red, Digga. Würdet ihr sagen, es gibt einen hübscheren Nintendo-Charakter als Samus? Ich wäre so gern mit Red befreundet. Are you serious right now, bro? Digga, wenn Red... Voice crack. Digga, wenn Apo Red einfach mit Zero Suit zusammenkommt, dann weine ich, glaube ich, ein bisschen. Und dann kam plötzlich mein Vater rein, der nach seinen Salzstangen gesucht hat. Oh nein, da frisst er meine Salzstange, ey, das... Ich wusste, ich konnte den Mann nur mit einer Frage besänftigen. Kennst du noch Apo Red? Zero Suit Samus möchte mit ihm befreundet sein. Ah, okay. Also Apo Red, finde ich, ist schon... Den kann man schon bewundern, oder? Nachdem Apo Red also jetzt cool mit Zero Suit Samus war, ist mein Dad auch wieder verschwunden. Dann öffnete noch die Boutique, in welcher man Kleidungsstücke für die Bewohner kaufen kann, und ich ging erstmal etwas shoppen. Oh, da sehe ich Apo Red. Da sehe ich Apo Red. Das ist das für ihn. Also für mich ist irgendwie nichts dabei, außer das Unterteilenkleid. Ich glaube, das wird mir stehen. Das kaufe ich mir. Also, hey, Red und Diddy. Das ist so dumm. Was könnte ich denn nur sagen, wenn ich mich gut fühle? Digga, was? Digga, was? Und dann wurde es endlich Zeit, die restlichen Bewohner für Tag 1 von Aber Hey hinzuzufügen. Angefangen mit... Das, meine werten Freunde, ist meine Freundin Lena. Die Sache ist, ich war lange überlegen, ob ich sie wirklich reinnehmen will. Nicht, weil ich keinen Bock auf sie habe, sondern weil ich schon mal meine Freundin in Tomodachi Life genommen hatte vor einer längeren Zeit. Das ist nicht gut gelaufen, okay? Sie hat sich die ganze Zeit andere Kerle verliebt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und wenn Apo Red sich an meine Freundin ranmacht, dann haben wir echt Probleme. Vielleicht in diesem Run schaffen wir es ja mal, dass meine Freundin mit mir zusammenkommt. Oder mit Apo Red, das wäre traurig, aber... Ja, ich hatte ja keine Ahnung, was auf mich zukommt. Aber hey, das ist eh noch ein paar Tage hin, also machen wir erstmal weiter. Habe ich gerade Aber Hey gesagt? Da ist sie. Wehe, Apo Red, du machst dich an meine Freundin ran, dann gibt's richtig Ärger. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Mein Mann, da habe ich was für dich, das wird dir gefallen. Das gefällt ihm sogar ein wenig. Ich wusste, es würde mir gefallen. Ich kenne mich doch. Ich weiß doch, dass ich sowas tragen würde. Dank dem Level-Up konnte ich meinem Mi zum ersten Mal eine Wohnung schenken. Und daraufhin habe ich dann auch wirklich die restlichen Bewohner hinzugefügt. Angefangen mit... Hey, mein Name ist Mimi. Du bist der Einzige, der Apo Red davon abhalten kann, meine Freundin zu klären. Der einzig wahre Vic. Damit er mir auch auf der Insel sagen kann, dass ich seine Videos schneiden soll und nicht rumfaulenzen. Es ist fucking Ashley Graham aus Resident Evil 4. Kennt ihr sie noch? Kennt ihr Ashley? Kennt ihr Ashley? Die ganze Zeit... Leon! Ich hasse Ashley. So, die letzte Person, die wir hinzufügen, wird sein... Es ist der einzig wahre, verkrüppelte Sonic.
Okay, er sieht nicht unbedingt krass aus wie Sonic, aber ich meine, irgendwo ein bisschen. Und das wären erstmal alle Bewohner für Tag 1. Als ich plötzlich sah, dass Up Red ganz alleine am Strand chillt. Damn, Red, geht's dir gut? Ist alles okay, Bro? Dann hat noch der Hutladen auf der Insel geöffnet, da war allerdings nur Trash. Danach hat mich meine Freundin im Schnappspiel verarscht. Nie hinbekommen. Hallo, hä? Sie hat nicht mal runtergezählt, was soll das? Und Sonic in einem Kartenspiel abgezogen. Hier guckt er überrascht da. Der Hur! Dann wurde noch die Rangliste aufgestellt, wo ich mir nur den Fitnessrang erstmal angucken konnte. Sonic ist natürlich der am fitteste von allen. Wo bin ich? Wir beide sind die Unsportlichsten? Wie dem auch sei, dann ist noch der Aussichtsturm eröffnet worden. Da war allerdings niemand. Dann hat meine Freundin auf den schlafenden Diddy noch was gemalt, was mich auf eine Idee gebracht hat. Boah, habe ich dicke Lippen. Katja Krasavitsch. Katja Krasavitsch ist erschaffen. Featuring dicke, dicke Lippen. Hell yeah. Und damit war Tag 1 dann auch wirklich fürs Erste zu Ende. Alright. Tag 2 fing damit an, dass ich erstmal meinen Bewohnern das Geld abgezogen habe. Das Kleid steht mir echt gut. Danach war ich etwas shoppen. Detektiv Con. Das ist einfach Detektiv Con, Alter. Boah, Detektiv Con müsste ich auch eigentlich hinzufügen, so oft wie ich Detektiv Con Musik einspiele. Daraufhin kümmerte ich mich ein wenig um die Bewohner und wurde beim Schnappspiel wieder verarscht. Nein, nicht das Spiel schon wieder. Da hat mich... Ah, du! Ich habe schon so viel Klopapierrolle gesammelt mittlerweile. Ich könnte einen ganzen Stand aufmachen. Durch den Erhalt der 500. Klopapierrolle wurde auch endlich das Pfandhaus eröffnet. In diesem checkte ich erstmal aus, was mein wertvollstes Gut ist. 7,80 € nur, das ist ja nichts. Die pisse ich! Die pisse ich! Das Wertvollste, was ich besitze, ist ein Schwimmreifen. Wie arm ist das bitte? Danach versuchte ich mich noch in weiteren Spielen. Digga, das sieht no joke jetzt einfach aus wie ein Sexspielzeug. Nicht, dass ich es wüsste, weil ich sowas selber benutze, sondern weil ich es verkaufe. Das glaube ich schon wieder von der Scheiße. Als Zero Suit Samus mir plötzlich etwas sehr Merkwürdiges sagte. Hier ist ein Brief angekommen. Kommt aufs Dach. Ich muss dir etwas sagen. Okay. Weird. Oh, Cutscene. Yo. Meine Freundin. Was will meine Freundin da? Was ist das denn? Sei vorsichtig. Wir wurden entdeckt. Was? Wer ist wir? Bestimmt irgendwas mit ApoRed. Die will mich mit ApoRed betrügen. Aber wäre ich ein Mädchen, würde ich mich auch eher in ApoRed verlieben. Dann habe ich noch aus Versehen herausgefunden, wie man Screenshots macht. Ha! Oh! Ich hab mich so erschrocken. Ich darf niemals Horrorspiele spielen. Genau deshalb hat sich das Flugzeug freigeschaltet, mit welchem man Bilder ins Internet hochladen kann. Und ich begann einen fatalen Fehler. Okay, das hier können wir noch auschecken, aber... In den Browser gestartet, was passiert dann? Geht gar nicht, ne? Weil der Emulator nicht auf den 3DS Internetbrowser zugreifen konnte, ist einfach alles gecrashed. Und ich musste Tag 2 nochmal von neu machen. God fucking damn it! Also fing ich erstmal damit an, ein neues Mii zu erstellen. Und zwar... Es musste sein, Alter. Detektiv Con, der einzig wahre. Nachdem ich Con dann eingekleidet habe und es ihm natürlich mega gefallen hat... haben die Bewohner der Insel eine fette Party geschmissen, weil mittlerweile so viele Leute da sind. Daraufhin wurde auch direkt Erzähl mir mal freigeschaltet, wo Bewohner Fragen beantworten können. Wer versteckt in seinem Zimmer Bomben? Ich. Was? Vic? Ich dachte ApoRed. Bombenprank! Dann habe ich doch herausgefunden, dass Zero Suit Samus wirklich kein Fan von Lux Müllerin ist. Es war nicht ihr Ding. Aber dafür direkt danach herausgefunden, dass Schwarztee genau ihr Ding ist. Wir haben zwei Sachen direkt hintereinander. Was macht sie da für Breakdance, Digga? Gönnt euch das. Dann hat noch das Möbelhaus geöffnet. Aber weil ich zu dem Zeitpunkt immer noch genauso arm war wie ApoRed, wenn er seine Schulden an den Staat mal zahlen würde, konnte ich mir nichts kaufen. Als ich dann auch noch meine Freundin fett schnarchen hörte... Ist schon ein Trennungsgrund, oder? Wusste ich, Tag 2 wird hiermit zu einem Ende kommen. So, Gang, heute mal was früher am Start. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum ich eine Jacke trage. Das liegt daran, dass sich hier in diesem Haushalt vehement gegen Heizung gewehrt wird. Der Tag fing wie immer mit Geld einnehmen und shoppen an. Bärenkostüm. Sollten wir ein Meme aus literally 2006 wieder ausgraben und Pedobär hinzufügen heute? Die Antwort ist ja. Doch bevor ich Pedobär hinzufügen konnte, forderte mich plötzlich Mimi in einem Klopfduell heraus. Oh, das ist Spammen, ne? Das ist... Drrr. Okay, das kann ich. Ich kann nichts so gut wie Spammen. Oha! Ich kann nichts so gut wie Spammen. Warum kann ich eigentlich gar nichts? Ich bin absolut talentfrei. Das ist wirklich traurig auch. Ich bin in keinem Spiel gut. Ich will kein Klopapier mehr! Fuck das ab. Nach diesem absoluten Downer hilft mir nur ein einziger Mann. Oh! Ich glaube, eine Beziehung würde dir gut tun. Aber nicht ganz so wie geplant. Wie wär's denn mit Zero Suit? Hear me out. Fürs Video wäre es jetzt natürlich interessanter zu sehen, ob aus mir und Zero Suit Samus was werden würde. Aber ich habe meine Freundin eingefügt und ich möchte da eigentlich mit meiner Freundin zusammenkommen. Wir sagen gute Idee. Es muss ja nicht heißen, dass ich direkt mit Zero Suit Samus zusammenkomme. Vielleicht verstehe ich mich auch gar nicht mit ihr. Bitte hau mich nicht, Lena. Was geht jetzt ab? Ey, ich hoffe ein bisschen, dass es nicht klappt. Scheiße. Das ist jetzt voll das schwierige Szenario. Er hat jetzt Pedobär-Kostüm an. Wie sieht's denn aus? Also wir unterhalten uns nicht wirklich, ne? Guck mal, wir schweigen uns voll an. Es läuft nicht. Das ist gut. Okay, jetzt kommt's drauf an. Danke, ich habe den Tag sehr genossen. Aber auf freundschaftlicher Basis. Das geht mir genauso. Dir auch vielen Dank.
Okay. Wisst ihr was? Gut. So werden sie wohl nur befreundet bleiben. Gut, keep it that way. Jetzt habe ich einen schönen Tag mit Sirius und Samus gehabt, auf freundschaftlicher, cooler Basis und alles ist cool. Ey, aber ApoRed ist ein richtiger Homie. Der steht doch selber auf Sirius und Samus, aber tut trotzdem mich nach vorne stellen. Und nach der ganzen Aufregung wurde es erstmal Zeit, den neuen Bewohner auf die Insel zu holen. Ob das eine gute Idee war? Gott, es ist fürchterlich accurate. Die erste Silhouette. Gott, er ist so gruselig. Ich will hier raus. Das ist bestimmt ein Hering. Achso, das sind zwei Sachen. Und eine Wurst. Es waren ein Hering und eine Brezel. Okay, jetzt mal ganz im Ernst. Wie soll man das sehen? Die Brezel war literally in... Wie soll man das sehen? Ich bin jeden Tag gespannt, ob es an diesem Tag neue Bewohner gibt. Digga, alles, was du sagst, ist creepy. Ich hasse dich, Pedobär. Ich bereue es, dich auf die Insel geholt zu haben. Und glaub mir, das war gerade erst der Anfang von dem, was Pedobär anrichten wird. Tag 4, Baby! Wie immer sammelte ich zuerst die Spenden ein und hey, wir kommen der ersten 1K immer näher. Und direkt danach schaute ich mir erstmal die neuen Wohnungen an. Und als ich die Gotik-Wohnung sah, kam mir direkt ein Charakter in den Kopf. Lady Dimitrescu. Ihr wisst schon, die 3 Meter große Vampir-Waifu aus Resident Evil 8. Aber bevor ich sie hinzufügen konnte, sah ich das hier. Alter, Pedobär möchte... Wenn der jetzt auch was von meiner Freundin will, dann raste ich wirklich komplett aus. Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Ich hab meine Maus kaputt gemacht. Auf gar keinen... Nein! 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 Was hab ich getan? Missklick! There was a misinput! Misinput! Calm down! Versteht euch nicht. Ihr hasst euch. Abgrund. Nein! No! Ja, ich bin echt ein Trottel und ich brauchte einen Plan, um die beiden wieder auseinanderzubringen. Und Zero Suit würde mir dabei helfen. Ist das nicht ein bisschen weird, ihr beim Baden zuzusehen? Ach ja, und durch den Plan öffnete sich auch endlich die Konzerthalle. Und jetzt passt auf. Ich habe hier den Titel vergessen zu ändern. Wie Lena da auch singt. Pedo werden. Yeah. Lass die Finger von der Freundin. Sonst krieg ich deinen Arsch. Hell yeah. Aufstand. Arschtritt. Arschtritt. Yeah. Ist traurig. Lena, ich bitte dich. Hell yeah. Wenn sie jetzt was mit Pedobär noch anfängt nach diesem Song, dann weiß ich auch nicht mehr. Und keine Ahnung, irgendwie hatte ich danach einfach einen Lauf. Erst gewann ich das Schnappspiel. Ja, let's go. Das erste fucking Mal bei Tag 4. Let's fucking go. Danach das Klopfspiel. Was los? Pedobär. Yeah, ein NES. Cool. Dann erstellte ich noch Lady Dimitrescu. Lady D. Kühl und intellektuell. Boah, vielleicht mag sie ja Kartoffelchips. Ganz wichtig. Wenn das zwischen mir und meiner Freundin nichts wird, ich und Lady D. Und konnte zufrieden Tag 4 trotz allem beenden. Tag motherfucking 5. Und ich habe jeden Tag gefühlt eine neue Frisur. Zuerst sammelte ich natürlich wie immer das Geld ein. Boah, yo, 118. Yo. Als mir Didi plötzlich eine relativ persönliche Frage stellte. Welche schlechte Angewohnheit ist für dich die schlimmste? Ich würde sagen zu viel Fernsehen, weil wenn man dann so TikTok und die ganzen Social Media Dinge dazu zählt, dann würde ich sagen, das ist die schlimmste Angewohnheit. Keine Ahnung, ich wach so auf, möchte so produktiv sein, gehe so an mein Handy, TikTok, pam. Direkt eine Stunde tot. Das ist so eine schlechte Angewohnheit. Wenn ihr TikTok schaut, wirklich setzt euch einen Timer von 15 Minuten. Wenn ihr produktiv sein wollt. Wenn ihr nichts zu tun habt, könnt ihr das ruhig machen. Aber wenn ihr produktiv sein wollt, glaubt mir, es wird viel bringen. Alright, bisschen deep geworden. Ich habe ein Gefühl, heute ist ein relativ eventloser Tag. Naja, nicht ganz eventlos, weil als ich zu Vic reinging, seht selber. Hier ist ein Brief angekommen. Oh. Ich muss dir etwas sagen. Let's go. Detektiv Conan. Ab morgen gilt in diesem Haus striktes Romanzenverbot. Was? Warum? Damals konnte ich es noch nicht wissen, aber ich schwör's euch. Detektiv Conan wollte mich vor Tag 6 warnen. Ich bin wirklich am Zittern. Ich schwör's euch, ich zitter. Wie dem auch sei, danach öffnete noch der Fotoladen. Eines Tages werdet ihr euch verstehen. Eines Tages. Danach färbte ich meine Mie noch eine richtig hässliche Haarfarbe. Ich sehe aus wie ein Igel. Fand Detektiv Conans Lieblingsessen heraus, weswegen er sich in eine Rakete verwandelt hat. Ich will nicht lügen, aber ich glaube, Gratin scheint ihm zu schmecken. Und er schuf noch den nächsten Bewohner der Insel. Gibby is created. Flirt. Granate. Das fände Julian gar nicht lustig. Dann hatte Conan mir noch was zu sagen. Ich habe gehört, dass Pedobär mit mir befreundet sein will. Das wundert mich nicht, Bro. Aber dann hat Pedobär nicht so viel mit meiner Freundin zu tun, weil er ja dann auch mit Detektiv Conan hängt. Tut mir leid, ich muss dich opfern. Sorry, Conan. Ah, oh. Ich hab gesehen, was ich gesehen habe. Wollen die das von mir verheimlichen? Deswegen hat sie jetzt auch Schluck auf.
Logische Schlussfolgerung. In Retrospektive kann ich sagen, dass Tag 5 quasi die Ruhe vor dem Sturm war. Tag 6 mittlerweile schon. Damn. Als erstes habe ich wie immer die Spenden eingesammelt. Ha, scheiße. Ich habe vergessen, dass ich so aussehe. Oh Mann, Alter. Bin danach shoppen gegangen. Hasenhaarclip. Jay, heute ist Barney Party. Heute kommt Michael Wendler. Michael Wendlor. Mein Name ist Wendler. Ich liebe jede Herausforderung. Vor allen Dingen Minderjährige zu klären. Boah. Oh, der Wendler hat mich gehört. Er hat mich fast zum Ersticken gebracht. Sorry, Bro. Danach kümmerte ich mich ein wenig um unsere Einwohner und dachte schon, was das für ein langweiliger Tag sei, als plötzlich das hier passierte. Boah, der Tag heute ist echt kacke. Oh! Ah! Nein. 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 Sie kennt mich nicht. Sie kann sich nicht in mich verliebt haben. Oder doch? Hat sie sich vielleicht doch in mich verliebt? Nicht in Pedobär. Bitte nicht in Pedobär. Upsi-dupsi. Nein. Ich weiß nicht, ob ich da draufklicken will. Ich weiß, dass ich enttäuscht werde. Ich weiß, dass ich jetzt gleich traurig sein werde. Ich habe mich in Pedobär verliebt. Ich muss es ihm sagen. Was soll ich dazu sagen, Freunde? Was soll ich dazu sagen? Hear me out. Ich bin in dieses Projekt gegangen und habe gedacht, dass ApoRed mir meine Freundin stehlen wird. Und ApoRed ist mein bester Freund geworden. Ich bin in dieses Projekt gegangen und habe gedacht, dass meine Freundin und ich vielleicht doch endlich mal zusammenkommen mit Tomodachi Life. Und meine Freundin hat sich in Pedobär verliebt. Pedobär war immer die große Gefahr. Ich kann es halt nicht ändern so. Weißt du, sie ist verliebt. Es ist ja nicht mal so, dass Pedobär verliebt ist. Sie ist verliebt. Und am Ende des Tages sollte man zwei Liebenden nicht im Weg stehen. Meine einzige Hoffnung ist jetzt noch, dass Pedobär sie abweist. Nur wie? Wie soll ich es ihm sagen? Mein Herz ist unironisch am Rasen gerade. Ich habe wirklich Angst. Ich bin wirklich am Zittern. Ich schwöre es euch, ich zitter. Pedobär, du Nuttensohn von Düdi. Klar, gerne. Tag 8. Zählen war noch nie meine Stärke. Wir sind zurück, Freunde. Ich fühle mich etwas besser. Ich bin drüber hinweg. Und hey, meine Laune hebte sich direkt nochmal, als ich das hier sah. Da ist jemand sauer. Ich habe mich mit Pedobär gestritten. Ich bin so wütend. Eure Beziehung scheint ja richtig kacke zu laufen. Sie haben sich direkt wieder vertragen. Okay. Aber ey, sehen wir es positiv. Wir haben sich direkt am ersten Tag in der Beziehung gestritten. Das ist kein gutes Omen, okay? Das wird nicht lange halten. Oder? Ich glaube, ich sage an der Stelle besser mal nichts. Ah ja, es gibt ja voll viele neue Sachen, die ich gestern nicht ausgecheckt habe, weil ich fucking depressed war. Durch das erste Pärchen auf der Insel schaltete sich erst der Park, dann das Café und zu guter Letzt noch der Freizeitpark frei, den ich sofort auschecken musste. Dort wollte mir plötzlich der Wendler eine Wundertüte andrehen. Ja, ich sag ehrlich, ich weiß nicht, ob ich vom Wendler was kaufen würde, aber ich tue es trotzdem. 50 Euro! Okay, da sollte jetzt besser kein Trash drin sein. Drin war eine hässliche Steppweste, eine angebissene Schoki und ein räudiges benutztes 3-Euro Achselshirt. Wahrscheinlich vom Wendler sogar selber. Ich glaube, ich wurde über den Tisch gezogen. Danach checkte ich noch das neue Café aus, wo ich Mimi auffand. Mimi? Ah, Mimi ist wieder Beweise am Suchen für das nächste Entschuldigung an ApoRed Video. Daraufhin checkte ich noch die neue Kategorie Tolle Jungs auf der Rangliste aus. Wem gehört die Aufmerksamkeit der Damenwelt? Immerhin ist Pedobär fucking unsportlich. Dummer Huh. Und zu guter Letzt sammelte ich noch die Spenden für den Tag ein und ging etwas shoppen. Feuertopf sieht ein bisschen eklig aus. Kreiert mit viel Fleisch. Die militane Veganerin würde auslassen. Heute fügen wir die militane Veganerin hinzu. Let's fucking go. Ich hab mich auch schuldig gefühlt und dann bin ich vegan geworden. Yeah, strenger, dominanter Typ. Mein Name ist Veganerin. Hier, gönn dir einen Feuertopf, kreiert mit viel Fleisch. Alright. Und nachdem Mimi noch gottlos einen hat ziehen lassen. Alright. Damn. Gottloser Furz. War Tag 7 dann auch zu Ende. Tag 8. Die letzten 3 Tage stehen bevor. Ich startete Tag 8, indem ich erstmal ein bisschen mit meinem Homie ApoRed quatschte. Von Diddy kann man eine Menge über Stilfragen lernen. I doubt it, Bro. I doubt it. Ich bin so langweilig. Ich trage gefühlt jeden Tag schwarz und habe eine Cargo-Hose an. Als ich Diddy wie immer komplett alleine im Park vorfand. Warum ist mein Mii eigentlich so verfickt traurig? Komm, wir rufen ihn mal. Wir reden jetzt mal mit Diddy. Es ist Tag 8. Wir müssen jetzt mal ein ernstes Wörtchen mit Diddy reden. Ich habe keinen Partner. Ich habe keinen besten Freund. Komm, er sieht halt auch schon aus wie eine Witzfigur. So kann das ja nichts werden. Du musst cooler aussehen. Um das Makeover einzuleiten, schickte ich Diddy zum ersten Mal nach 8 Tagen baden. Jetzt dürfte der Geruch zumindest schon mal besser sein. Schritt 2 war es, mir ein Buch zu schenken. Und zwar nicht irgendein Buch, sondern das Buch Wie gewinne ich Freunde. So.
Und jetzt ziehst du dir was Freshes an. Und so gab ich Diddy einen neuen Wollpulli und direkt hinterher noch eine neue Wohnung. Boah, das ist chillig. Seid ehrlich, da wollen doch Leute auch einfach nur chillen, weil die Wohnung so nice ist. Und zu guter Letzt noch eine süße Wintermütze und eine Wii U, damit er seine Homies zum Zocken einladen kann. Der Plan schien aufzugehen, denn Zero Suit Samus hat sich direkt erstmal bei Diddy eingenistet. Vielleicht wird's ja jetzt was, vielleicht ist mein Mia jetzt nicht mehr so lonely. Danach sammelte ich die Spenden, machte zum ersten Mal die 1000 richtig voll und erschuf mir einen Personal Trainer, der mir helfen sollte. Sascha Huber, Digga. Und gerade als ich zu Sascha Huber gehen wollte, sah ich das hier. Ein Herz! Ein Herz! Na. Ich möchte Lena einen Antrag machen. Ist das eine gute Idee? Nicht mal Sascha Huber konnte die ganze Situation noch retten. Kotze! Kotze! Ich möchte deren Liebe einfach nicht mehr im Weg stehen. Ich muss lernen, mich damit abzufinden und im Leben einfach weiterzumachen. Oh Gott, Digga. Boah, ich weiß, da war ich früher richtig scheiße drin. Ich war schon mal mit Aschlei hier. Es war nicht extra, ich muss wirklich mich konzentrieren. Für die, die es nicht wissen, ich musste genau in dem Moment klicken, wenn Lena an Pedobär gedacht hat. Yes! Ist die Aussicht von hier nicht toll? Ja, sie ist wirklich fantastisch. Pedobär, du schuldest mir danach was, alles klar? Huh. Nun, du siehst aber auch ganz fantastisch aus. Hihi, danke für das Kompliment. Ah! Jetzt ist es gleich soweit. Vielleicht sagt sie auch nein. Warum denkt sie so oft an Wasser? Möchtest du mich heiraten? Bitte, was hast du gesagt? Wir haben nur noch einen Versuch. Möchtest du mich heiraten? Ja, ich will. Ja, komm, komm, mein Schicksal ist besiegelt. Ich hab mich abgefunden, es ist okay. Das hätte ich auch nicht gedacht am Anfang des Projekts. So heiratete Pedobär also meine Freundin. Alle waren da, wirklich jeder Einzelne. Und sogar ich war Moment mal. Jeder ist da, ich bin nicht mal auf diese Hochzeit eingeladen. Ich hab dir geholfen, du lädst mich nicht auf deine Hochzeit ein? Und dank dem ersten verheirateten Paar auf der Insel haben wir auch endlich die Häuser freigeschaltet. Wirklich, ich hab mich noch nie so sehr gefreut für jemanden. Und ich wünsch auch gar nicht Pedobär den Tod oder so. Danach gab ich Sascha Huber noch ein Privatgym. Conan und Apparat sind Freunde geworden. Und Zero Suit und ich schienen uns prächtig zu verstehen auf einmal. Zero Suit, Samus scheint mein neuer Look zu gefallen. Ich will gar nicht pushen, ne? Also, jetzt wo meine Freundin verheiratet ist mit Pedobär, vielleicht wird mein Mia doch nicht einsam sterben. Und so ging mit neuer Hoffnung Tag 8 zu Ende. Tag motherfucking 9. An Tag 9 war die tatsächliche Lena mal da und ich musste ihr natürlich sofort zeigen, was ihr Ebenbild in dieser Welt macht. Stehst du dazu? Naja, ne? Naja. Danach kümmerte ich mich ein wenig um die Einwohner und erstellte dann das letzte Mii. Und dieses konnte natürlich nur ein Mann sein. Matt aus Wii Sports. Und als ich gerade zu Matt gehen wollte, sah ich das hier. Nice. Oh shit. Oh, shit. Ich fühle mich zu Diddy und Red hingezogen. Oh, shit. Wem soll ich nur meine Gefühle offenbaren? Boah, das ist eine schwierige Situation. Also, wenn es einen Mann gibt in diesem ganzen Projekt, der mich begleitet hat, der mich unterstützt hat, der immer für mich da war, dann war es ApoRed. Er wollte mich damals verkuppeln. Jetzt wird es Zeit, ihm auch was zurückzugeben. Das ist für meinen Bruder. Ich gönne dir das hübschste Nintendo Girl. Wie soll ich es nur sagen? Ich habe eine Idee. Komm, Red, spring drauf an. Photoshop war ein Bruch. Ich war da nicht mal hellwach. Das muss ihn umreißen. Mit Freuden werde ich der Deine. Hell yeah. Oh, guck mal, wie süß die beiden sind. Du findest auch noch deine Freundin, Diddy. Keine Sorge. Lest weiter das Buch, wie du Freunde findest. Und so endete der 9. Tag auf eine wirkliche wholesome Art und Weise und der letzte Tag war gekommen. Der letzte Tag von Tomodachi Life. Ich hab Bock. Zuerst sammelte ich das letzte Mal Spenden. Am Ende hatten wir dann knapp 1700 Euro. Nicht schlecht. Mein Kontostand träumt von so welchen Zahlen. Danach hat sich der Wendler mit Sascha Huber angefreundet. Und nicht nur das, er musste auch noch einen Hammerspruch bringen. Heute war wieder so ein typischer Wendler-Tag. Das ist so ein witziges Statement. Typischer Wendler-Tag. Danach verschwendete ich noch Geld in Tomodachi Quest. Und als ich realisierte, dass die meisten Bewohner schlafen, wurde es Zeit, die finale Phase einzuleiten. Schritt 1 war es, einen Abschiedsurlaub für Diddy zu sponsern. Mit ApoRed nach Tahiti, Baby! Nachdem er also eine gute Zeit mit ApoRed hatte, konnte er das Level abnehmen, um seine letzte Tat zu vollrichten. Vielen Dank, dass ihr bis hierher geschaut habt und Diddy, it's your turn. 10 Tage in Body Life geliebt. Danke, dass ihr dabei wart. Ich bin immer noch lonely, aber hi. Was soll's? Ding haben wir Herzschmerz und Schaff. Vielleicht wird es auch weitergehen. Das liegt bei euch.